Arbeit muss sich wieder lohnen. Arbeit muss sich wieder lohnen, lese ich vom Großplakat. Soll die doch der Teufel holen, wie denn, wenn man keine hat? So soll's ein Recht auf Arbeit geben. Doch dass dies bloße Sprüche sind, kann ich fast jeden Tag erleben, wenn ich mal wieder keine find. Die Arbeit hätte sich stark verteuert, stand in dem Schreiben der Verwaltung. Drum 50 würden jetzt gefeuert. Doch nur zur Arbeitsplatzerhaltung. Eins gibt es, was ich gar nicht fasse. Der Mensch wird nie als Mensch gesehen. Er dient nur als Verfügungsmasse, braucht man ihn nicht mehr, kann er gehen. Im Arbeitsamt schlurf ich die Flure lang und bin mit meinem Latein am Ende. Die Firma machte den Börsengang und stetig stieg die Dividende. Als Lohn für Arbeit bot man Aktien an, zum Vorzugspreis wurden sie verkauft. Das Gleiche machten mit der Firma sie dann und schwimmen jetzt im Geld. Ich hoffe, ihr ersauft. Es hieß, die Schließung mache durchaus Sinn. Die Produktion würde so woanders gestrafft. Die Aktien erwirtschaften jetzt den Gewinn und die Arbeit wäre abgeschafft. Die Erkenntnis kommt auf leisen Sohlen. Man weiß es und kann's doch nicht fassen. Die Arbeit muss sich wieder lohnen, doch nur für jene, die arbeiten lassen.